Ist Fernsehen gefährlicher als Atomkraft? Ihn hier kennt ihr alle. Ex-Kanzler Helmut Schmidt war bekannt als Kettenraucher und pragmatischer Politiker. Wusstet ihr aber, dass er großer Gegner von Kabelfernsehen war? Er hatte Angst, dass es die Strukturen der Gesellschaft verändern könnte. Schmidt nannte die Auswirkung von Kabelfernsehen 1979 ernsthaft akuter und gefährlicher als Kernenergie. Generell war Schmidt nicht der größte Verfechter der Glotze. Ein Jahr vorher hatte er bereits einen fernsehfreien Tag in der Woche vorgeschlagen. Das Ziel: ein besseres Miteinander in der Familie.